Willkommen bei Motorwoche. Heute testen wir den Cupra Born. Seit Herbst 2021 bietet Cupra den Volkswagen ID.3 als sexy Version an. Den 4,32 Meter langen Cupra Born. Dank der ausgeformten Motorhaube, der aggressiven Lichtsignatur und dem größeren unteren Lufteinlass wirkt die Front deutlich schärfer als beim VW. Die Gummis auf den bis zu 20 Zoll großen Felgen sind für ein E-Auto ungewöhnlich breit und die Kehrseite knackig mit durchgehendem Leuchtenband inklusive zackiger Signatur und ordentlichem Diffusor in der Schürze. Natürlich wie immer bei Cupra garniert mit kupferfarbenen Details. Der Innenraum hebt sich gerade durch die genialen Sportsitze ziemlich ab. Das Platzangebot reicht für die meisten aus und leider ist die Bedienung immer noch nicht so ganz intuitiv. Der Kofferraum bietet 385 Liter an Platz. Unser Testwagen in der Serienfarbe Vapor Grey leistet 204 PS und erreicht ein maximales Drehmoment von 310 Newtonmetern. Dadurch beschleunigt der 1,7 Tonnen schwere Born in 7,3 Sekunden auf 100 km/h. Leider ist der Spanier auf 160 km/h Spitzengeschwindigkeit beschränkt. Für viele überraschend, dass der Cupra Born einen reinen Heckantrieb nutzt. Den Strom liefern die Akkus im Wagenboden. Die Cupra mit 45, 58 oder 77 Kilowattstunden netto konfiguriert. Zum Marktstart ist der Cupra Born jedoch nur mit 58 Kilowattstunden Batterie zu haben. Die anderen Versionen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Reichweite soll 427 Kilometer betragen, der Verbrauch bei 15,4 Kilowattstunden liegen. Preislich beginnt der Born bei 37.220 Euro. Wir fahren heute den Cupra Born, das Pendant zum VW ID.3 der sportlichen Tochterfirma Cupra. Ja, und in meinen Augen das deutlich hübschere Auto. In meinen auch. Allein von außen wirkt er nochmal deutlich aggressiver, deutlich sportlicher. Ja, vor allem von außen. Von innen ist er ja tatsächlich relativ ähnlich. Relativ ähnlich, dem fehlt das hier. Ja. Da ist der ID.3 ja deutlich offener. Diese Kupferakzente hier und so weiter, auch das Alcantara in der Tür, das finde ich alles deutlich schicker. Ist es auch. Aber wenn ich mir hier jetzt die Multimedia-Displays ansehe, dann sehe ich eigentlich dasselbe wie im ID.3. Ja. Wir haben so einen kleinen Display hier vorne, der uns quasi nur die wichtigsten Fahrerinformationssachen anzeigt, wie unsere Geschwindigkeit natürlich. Oder wenn wir nach links swipen, dann haben wir unsere Assistenzsysteme und wenn wir nach rechts swipen, haben wir die Navigationseinheit und in der Mitte dann unseren größeren Display für das ganze Multimedia-Gedöns, der eigentlich auch sehr ähnlich aussieht wie im ID.3. Auch wie im ID.3 ist hier das Head-Up-Display mit Augmented Reality verbaut, das wirklich sehr groß auch mitarbeitet und vor allem auch den Abstand einblendet zum Vordermann, was mir sehr gut gefällt. Oder auch die Navigationsdaten durch Pfeildarstellung. Ja. Was ich vermisse, was der ID.3 hatte, war die LED-Leiste hier vorne, die mir quasi so ein paar Sachen anzeigt, wie den Totwinkelassistent oder auch verschiedene Animationen, wenn ich jetzt zum Beispiel abbiegen muss oder sowas. Ja, genau gegenüber auch einem Cupra Leon zum Beispiel, der ja auch diese extrem langläufige LED-Leiste hat, ist hier von LED-Ambiente-Beleuchtung echt recht wenig zu sehen. Die ist eigentlich nur hier in der Tür vorhanden. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Aber ansonsten hat auch der Cupra Born hier rechts von diesem kleinen Fahrraddisplay den Wahlhebel für die Fahrstufe. Also wenn ich das hier nach vorne drehe, dann mache ich quasi D rein, also die Fahrstufe D oder halt B für rekuperieren. Ja? Und wenn ich nach hinten drehe, logischerweise dann den Rückwärtsgang. Und das finde ich ganz cool, weil man spart sich halt echt eine Menge Platz. Noch cooler finde ich, wenn es wie beim Tesla oder bei Mercedes ist, wenn es hier im Blinkerhebel ist. Also anstatt des Scheibenwischerhebels hat man dann hier quasi den Fahrstufenregler und links hat man dann quasi nur noch Blinker und per Knopfdruck macht man dann quasi den Wischer an. Finde ich noch geiler, weil dann spart man sich quasi noch ein bisschen mehr Platz. Aber auch so ist es ganz gut gelöst. Ja, das Display ist recht groß geworden, knapp 12 Zoll hat das Display und es ist natürlich auch sehr hochauflösend. Aber wie alle, die auf dem MEB3 basieren, ist die Bedienung etwas komplizierter geworden. Wenn man natürlich hier diese Leiste kennt vom Leon, Golf oder ID.3, dann vom Mentor auch. Oder vom Mentor, ja. Genau, dann kommt man damit recht schnell klar, dass man zum Beispiel mit diesem Touch-Geste dann die Sitzheizung einschaltet, hier drüber wischen kann oder hier auch tippen für die Temperatur. Dann ist man schon mal weit voraus. Ja. Aber das muss man erstmal rausfinden. Ja, das muss man rausfinden. Und man muss natürlich auch herausfinden, wie man durch die ganzen verschachtelten Menüs klarkommt. Das ist schon
recht aufwendig und leider immer noch nicht wirklich schnell. Ja, da kann ich jetzt mal auch eine Insider-Story erzählen, denn in der letzten Zeit, aufgrund von Corona, durfte man teilweise keine Einführung mehr im Autohaus machen. Ja. Ja, der Verkäufer durfte dir nicht mehr zeigen, wie das funktioniert, weil die Autoübergabe quasi kontaktlos, einfach nur noch, hier ist der Schlüssel, Abfahrt, tschüss, stattgefunden hat. Das ist jetzt nicht hauptsächlich bei Cupra so, sondern bei allen Autoherstellern. Ne? Also das hat jetzt nichts unbedingt mit Cupra zu tun. Aber hier ist das Beispiel gerade ganz gut, denn du musst es wirklich rausfinden. Ja. Hier sagt es keiner. Ja, ne? Also stimmt. Es gab die Zeit. Mittlerweile ist es ja wieder besser geworden. Aber die letzten Jahre war wirklich da relativ kompliziert. Wir mussten es auch rausfinden. Glaube ich. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Wireless, Apple CarPlay und Android Auto. Also das ist schon mal sehr fortschrittlich. Macht auch seinen Job ganz gut. Schade finde ich, dass wir hier noch nicht die Beats Audio Anlage haben. Ja. Die ist nämlich erst seit ungefähr einer Woche bestellbar. Genauso wie auch das DCC erst seit einer Woche bestellbar ist. Also haben wir hier das Standardfahrwerk. Fährt sich aber sehr gut. Ja. Muss man wirklich sagen. Und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Wie fährt sich der Cupra Born? Ich habe das Gefühl, ich sitze sehr hoch. Ja, ne? Ja. Du sitzt halt allein wegen der Plattform etwas höher. Ja. Auch das Gefühl gegenüber dem Tesla Model 3 ist natürlich nochmal deutlich weiter hoch. Ja, ne? Aus dem sind wir nämlich jetzt gerade ausgestiegen und in das Fahrzeug hier rein. Dementsprechend fühlt sich das für mich auch gerade sehr hoch an. Trotzdem liegt er sehr satt auf der Straße. Also das merkt man im Fahren nicht, dass er irgendwie ein höher gelegtes Auto ist. Liegt natürlich auch am tiefen Schwerpunkt und daran, dass Cupra generell diese sportliche Philosophie ja vertreten will und natürlich auch versucht, in die Autos stark reinzubringen. Und das ist auch hier so der Fall. Also das Auto fährt sich sportlich, obwohl man von der Sitzposition her nicht erwarten würde, dass es so fährt, wie es fährt. Sportlich ist auch natürlich der Antrieb. Wir haben hier 204 PS und 310 Newtonmeter und das ist so gesagt die goldene Mitte des Cupra Born, denn es werden noch verschiedene weitere Motorisierungen bis März, April nächsten Jahres auf den Markt erscheinen. Ganz besonders freue ich mich auf die E-Boost-Variante, die dann mit 231 PS sowas wie einen NOS-Knopf eigentlich hat. Mhm. Dann geht es wirklich so richtig nochmal in den Sitz rein, ist auch eine halbe bis ganze Sekunde nochmal schneller und es kommt natürlich auch der große Akku mit 77 Kilowattstunden, denn der wäre für mich wirklich notwendig. Wie weit kommst du denn mit dem Auto? Mit der 58 Kilowatt Batterie komme ich jetzt bei den Temperaturen, die wir jetzt so haben, so 3 bis 5 Grad, leider nur 250 bis 280 Kilometer weit. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend. Es ist natürlich immer ein bisschen anwendungsabhängig, ne, was man mit dem Auto vorhat. Wenn man das jetzt nur als Zweitwagen haben will, für in der Stadt rumzufahren, ne, finde ich das eigentlich ganz okay. Oder halt mal über die Landstraße zur Oma, die besuchen oder so. Ne. Mhm. Aber wenn man damit wirklich weitere Strecken daily fahren muss, ist es zu wenig. Ja. Ja, weil da gibt es auch heutzutage für dasselbe Geld Autos, die doppelt so weit kommen. Richtig, ja? Richtig. Und das muss man dann natürlich immer abwägen und auch bedenken. Ja, der Verbrauch wird mit ungefähr 16 bis 17 Kilowattstunden angegeben. Wir sind aber überwiegend mit fast 20 Kilowattstunden unterwegs gewesen. Gerade jetzt bei den Temperaturen leider nicht ganz so paradebeispielmäßig. Aber ich denke, wenn die Temperaturen so weit 15, 18, 19 Grad sein werden, dann kommt man auch mit 18 Kilowattstunden aus. Ja. Das Laden an sich geht mit 11 Kilowatt zu Hause. Das finde ich vollkommen in Ordnung. 22 braucht man heutzutage eh noch nicht. Und wenn ich an einem Schnelllader bin, soll er mit maximal 120 kW laden können. Das hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt. Maximal, was ich gesehen habe, waren knappe 90 Kilowattstunden. Ja, was aber auch okay ist, gerade für die Batteriegröße geht es ja dann doch relativ flott. Ja. Ja, kommen wir zum letzten Punkt und das ist der Preis. Wenn ich jetzt natürlich denke, dass wir aus dem Tesla gestiegen sind und der eigentlich fast dasselbe kostet, ist es schon krass. Also unser Fahrzeug, so wie er hier steht, kostet knapp 46.000 Euro. Vorsubvention. Vorsubvention. Da kommen noch 3.570, die abgezogen werden vom Hersteller. Plus dann auch noch die 6.000 vom Staat. Also knappe 36.000 Euro für dieses Auto hier. Das ist okay. Ja, ne? Also ist kein schlechter Preis. Und gerade jetzt, wenn man das vergleicht mit dem Preis vom ID.3 und der Optik, ne, die Autos mitbringen, bin ich da schon wirklich deutlich auf der Cupra-Seite. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich jetzt auch noch nachdenke nach der großen Batterie mit dem E-Boost. Ja. Diesen E-Boost gibt es beim ID.3 nicht. Ja. Das ist schon mal ein Punkt, der mich mehr zum Cupra Born bringt. Und halt auf jeden Fall diese krasse Optik mit den 20 Zöllern draußen, das sieht schon echt geil aus. Ja, sieht schon wirklich geil aus. Wenn ich den Preis aber vergleiche mit der Konkurrenz, muss ich sagen, gibt es für den Preis auch Autos, die, wenn man jetzt gerade auf Reichweite aus ist, deutlich weiterkommen.
Ja. Was die Sportlichkeit angeht und den Spaß, gerade jetzt auch, wenn man die größere Batterie dann holt mit dem E-Bus-Knopf, sei nochmal dahingestellt, weil das ist natürlich auch eine Sache, die für viele wichtig sind. Und es geht nicht immer um Reichweite und Emissionen und sonst was, sondern es geht auch um Emotionen. Und da ist natürlich dann auch der Preis eine gewisse Rechtfertigung dafür, dass man hier viel Spaß in dem Auto hat. Und das hat man. Ah, ein Negativpunkt, den ich persönlich ansprechen möchte, ist noch die Höchstgeschwindigkeit. Denn 160, oh, ich weiß nicht. Cupra, ihr hättet wenigstens 180 machen können, als nochmal so ein Punkt, um euch vom Volkswagen ID.3 abzugrenzen. Das hätte dem Wagen echt gut gestanden. Ja, hätte ich mich auch drüber gefreut, wenn er 180 gefahren wäre. Natürlich ist da auch die Philosophie in so einem Konzern immer ein Thema. Ne? Sollte man das tun oder nicht? Ne? Wollte es Cupra vielleicht auch tun und VW hat gesagt, nee, das können wir nicht machen. Dann habt ihr zu viele Vorteile und wir verkaufen nichts mehr. Ne? Kann natürlich alles sein. Dementsprechend kann man da nur die persönliche Meinung zugeben, aber was wirklich dahinter steckt, wissen wir leider halt auch nicht. Und deswegen müssen wir uns mit den 160 km/h quasi zufrieden geben. Schreibt doch mal eure Meinung zu den zwei Fahrzeugen, dem ID.3 oder dem Cupra Born. Welcher gefällt euch besser? Welcher würde eher bei euch vor der Haustür stehen? Bei mir wäre es auf jeden Fall der Cupra Born. Ja. Das Video vom ID.3 verlinken wir euch auch nochmal in den Kommentaren. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne nochmal reinziehen. Und somit bedanken wir uns mal wieder recht herzlich fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn das Video gefallen hat. Oder? Klickt auf den Abo-Knopf, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.